So, lieber Nico, herzlich willkommen. Ich habe dich heute geschnappt, weil ich mehr über das Schätzen von App-Projekten besprechen möchte. Ich bin Kunde, ich habe schon ganz grob eine Idee von der App und ich rufe jetzt bei Bright Solutions an. Herr Sonnenberg, ich will eine App erstellen für mein Unternehmen. Wir sind ein Dienstleistungsunternehmen. Sagen Sie mir mal, was kostet die denn? Wie wäre so dein erster Angriffspunkt oder Einstieg? Also bevor man sehr, sehr stark in die Anforderungen mit reingeht, ist das ähnlich wie, das kann man sich mit einem Auto oder mit einem Hausbau eigentlich vorstellen, dass man erstmal rausfinden muss, was bedeutet denn für dich in dem Fall als Kunde überhaupt eine App? Also soll die auf dem Smartphone laufen? Soll die auch auf dem Tablet laufen? Soll die eventuell sogar auf dem Laptop als Applikation entsprechend laufen? Soll das Ganze für iOS, Android, vielleicht sogar Windows, wenn wir jetzt von Tablet aufwärts gehen, funktionieren? Und das sind im Prinzip so die Benchmarks, womit man erstmal mitbekommt, worum geht's. Weil eine reine iOS-App ist eine vollkommen andere Geschichte, als wenn es iOS und Android funktionieren muss. Tablet, ganz andere Screen-Sizes als normal auf dem Smartphone. Das heißt, da hat man dann schon fast den doppelten Aufwand, weil man natürlich für beides optimieren muss. Und das stellt erstmal so den Rahmen von dem Ganzen dar. Relativ klassisch gibt es 2 bis 3 verschiedene Varianten, was eine App können soll. Also das eine ist wirklich für die Allgemeinheit. Das ist so das Klassische, was man in den Stores hat. Da reden wir von WhatsApp oder Twitter, was auch immer. Also das ist wirklich, jede Person kann sich das runterladen und nutzt das. Mhm. Das ist Variante 1. Da von Haus aus, natürlich, man möchte so viele Leute wie möglich empfangen. Das bedeutet mehrere Betriebssysteme, gegebenenfalls Tablet und Mobile. Variante 2 ist dann vielleicht eine Applikation, die man nur intern zur Verfügung stellt. Das heißt für das Unternehmen selbst, vielleicht für die Mitarbeiter oder Kunden. Wenn das dann eine App ist, zum Beispiel eine Lieferanten-App oder ähnliches, hat man meist auch mehrere Betriebssysteme, aber einen speziellen Use Case. Das bedeutet, da fliegt meistens schon mal Tablet oder Smartphone raus, weil man es für einen bestimmten Use Case nutzt und das ist entweder die Person, die eben mit ihrem Tablet rumläuft oder die Person, die schnell was mit dem Smartphone eingeben muss, weil sie gerade auf einer Baustelle unterwegs ist oder sonst irgendwas. Also einfach mobile Verfügbarkeit über eine Applikation bereitstellen. Und der dritte Case ist eben was sehr, sehr Spezifisches, Internes, um vielleicht einen Prozess zu optimieren. Also irgendeine Strecke, die man mit dem Unternehmen hat, einen Prozess digitalisieren. Und dafür macht es dann in den meisten Fällen auch Sinn, nur ein Betriebssystem zu nutzen, weil es der Company-Standard ist, einfach Apple-Geräte einzusetzen. Das bedeutet, da benötigt man dann einfach kein Android, weil alle Mitarbeiter mit iOS-Geräten ausgestattet sind. Folglich kann man sich den Aufwand sparen und bleibt bei diesem einen Betriebssystem. Hier muss man auch nochmal unterscheiden, Betriebssystem und Technologie, weil natürlich Android und iOS und Windows sind die klassischen Betriebssysteme, auf denen das Ganze läuft. Jetzt kann man aber da eben auch den Ansatz fahren, dass man entweder das Ganze nativ entwickelt. Das bedeutet, man hat eine eigene Applikation nur für dieses Betriebssystem. Komplett individueller Code. Und das bedeutet im Prinzip, die Android-App und die iOS-App sind 2 vollkommen eigenständige Applikationen. Das wäre eine Technologie. Also Android-nativ, iOS-nativ, Windows oder UWP in dem Fall nativ. Die andere Version ist, oder sind die hybriden Frameworks. Die gibt es seit ungefähr 4-5 Jahren, sind die immer mehr im Kommen. Das bedeutet letztendlich, man hat eine Codebasis. Das heißt eigentlich eine Applikation und baut dann darauf die speziellen Feinheiten. Also sowas, wie ist das Framework vorne? Also wie sieht überhaupt das Interface aus? Das unterscheidet sich zwischen Android und iOS. Die Hauptfunktionalitäten haben aber den gleichen Code. Dadurch kann man einfach einiges an Aufwänden sparen, muss aber immer schauen, eignet sich das für die Applikation. Also speziell bei sehr performanten Anforderungen, die sehr, sehr stark auf das Betriebssystem selbst aufsetzen, also wirklich Funktionalitäten des Betriebssystems nutzen, spricht native Entwicklung dafür. Weitere, also da wieder der klassische Fall, man hat eine App, möchte möglichst viele Leute damit abholen, hat überschaubare Funktionalitäten, was das Betriebssystem angeht, eignet sich der hybride Ansatz einfach. Damit kann man deutlich Zeit und Kosten sparen im Vergleich zur nativen Entwicklung. Sehr vereinfacht gesagt, kann man sich vorstellen, alles, was so unten drunter von den Prozessen, von der Prozesslogik her funktioniert innerhalb der App, also wie ist der Userflow, wie bewegt er sich durch die App, was gibt es überhaupt für Funktionalitäten, also sowas wie ein Standort teilen etc., die werden komplett hybrid entwickelt, also für beide Funktionalitäten gleich. Wie das Ganze dann im Frontend aussieht, das sind diese Feinheiten. Die muss man trotzdem wieder individuell erstellen und erarbeiten. Also
Apple-unabhängig oder iOS-unabhängig von Android, aber die setzen eben auf diesen Funktionen schon auf und man muss diese Funktionen nicht auch noch individuell programmieren. Mhm. Gibt es so ein Grundbudget, wo du sagst, okay, ganz egal, ob das jetzt hybrid ist oder nativ oder wir hatten jetzt noch ein drittes, eine Web-App zum Beispiel, gibt es so einen Erfahrungswert, den du schon hast, wo du sagst, okay, mit dem Budget würdest du immer in eine App-Entwicklung reingehen? Wir hatten jetzt auch schon den Fall, dass ein Kunde wirklich nur eine Applikation braucht, wo er sich eben nicht jedes Mal über den Desktop einwählen muss, aber relativ einfach gesagt, um Files hochzuladen, die dann in Cloud synchronisiert werden und das war's. Einfach nur, damit das mobil verfügbar ist, er hat es über die App, kann direkt reingehen, spart Zeit. Das ist natürlich absolut überschaubar. Also da reden wir dann irgendwie von 10.000 Euro. Mhm. Nein, aber alles, was eine App ausmacht, dass es mehr Funktionalitäten hat etc., sollte man tatsächlich sagen, mit der Konzeption, mit dem Workshop, mit der Designerstellung und dann auch der Umsetzung kann man schon mit 25.000 Euro aufwärts definitiv planen, damit man auch eine ordentliche App hat, vor allen Dingen, wenn es dann eben Richtung mehrere Betriebssysteme geht. Das sollte man auch immer berücksichtigen. Also das eine ist, man kennt Software aus dem Web. Ich rufe irgendeine Webseite auf und habe dort meine Funktionalitäten. Bei einer App ist das alles nochmal, ich würde sagen, fast mal zwei komplizierter von der User Journey, weil man hat nur begrenzt Platz. Das muss man sich immer vor Augen führen. Also man hat ein Smartphone und da kann ich nicht wie auf einer Website, wo ich einen riesen Bildschirm zum größten Teil habe, sehr, sehr viele Button unterbringen und Funktionalitäten auf einem Screen unterbringen, sondern ich möchte in einer App sehr, sehr einfach den Nutzer durchnavigieren. Das heißt, der Anspruch an die Usability ist ungleich höher als zu einer Web-Applikation oder zu einer Website. Was ist die beste Vorbereitung, die ich schon mal treffen kann, bei mir intern im Team, um so gut wie möglich aufgestellt zu sein? Ja. Also am besten tatsächlich überlegen, was soll meine App überhaupt oder was ist der Mehrwert der App? Warum möchte ich eine App entwickeln? Was ich sehr, sehr oft mittlerweile gehört habe, ist, wir brauchen eine App, einfach weil es präsent ist. Also ich hätte gerne eine App. Wofür denn? Ja, im Prinzip das, was unsere Website macht. Das ist nicht der Sinn von einer App. Also die App soll immer irgendeinen Prozess vereinfachen. Eine Website ist dafür da, Informationen zu teilen, Informationen bereitzustellen. Gegebenenfalls den Nutzer durch verschiedene Szenarien durchzuspielen, um den zu konvertieren etc. Bei einer App ist es wirklich so, der Nutzer, der sich eine App runterlädt und die auch auf dem Smartphone behält, hat irgendeinen Mehrwert davon. Und den Mehrwert muss man fassen können. Und dann sollte das Ziel immer so sein, dass ich das so beschreiben kann, im besten Fall runtergeschrieben, dass ich diese einzelnen Funktionalitäten, um die sich der Nutzer durchbewegt, runterschreiben kann. Also deswegen lädt sich mein Nutzer die App runter. Das ist, wie der was auch immer durchführt, um das Ziel zu erreichen. Wenn man das formulieren kann, dann ist man schon deutlich, deutlich weiter, als wenn man einfach nur die Vorstellung hat, ich würde gerne eine App entwickeln. Nee, also letztendlich bei mir das Vorgehen dann ist, wenn ich in dieses Gespräch mit reinkomme, versuche ich, mich auf diese Seite vom Kunden mitzustellen. Also ich muss selber sehen, was genau möchte er damit erreichen. Und erst wenn ich das verstehe, dann sieht man auch, hat der Kunde soweit die Idee schon für sich gefasst, dass es mir so erklären kann, dass ich letztendlich in seine Fußstapfen treten kann, um das dann beispielsweise eben dem virtuellen Team auch zu erklären. Also das Ziel muss sein, dass ich mich damit identifizieren kann, wie als wäre das jetzt meine App und ich genau weiß, was ich damit erreichen möchte. Und wenn wir den Stand haben, dann hat man einen validen Punkt, um wirklich eine Kostenaufstellung überhaupt erstmal generieren zu können. Wie stellt ihr bestmöglichst sicher, dass der Kunde transparent versteht, warum sich ein Preis zum Beispiel für eine Entwicklung so zusammensetzt? Also es kommt immer ein bisschen auf den Projektstand drauf an. Also wenn wir jetzt wirklich schon sind und dort auch tiefer in die Anforderungen einsteigen, versuchen wir, die Anforderungen so klein wie möglich runterzubrechen. Das kann man sich, um wieder auf das Eingangsbeispiel zurückzukommen, wie beim Auto vorstellen. Wenn man ein Auto kauft, dann hat man auch einerseits das Auto als reines Gehäuse mit vielleicht der Motorversion und dann hat man seine ganzen Extras, die mit reinkommen. Die sind aufgelistet und da steht genau ein Preis dahinter. Und das Gleiche versuchen wir eben auch immer basierend auf dem Detailgrad, wie wir die Anforderungen schon kennen. Das bedeutet, es gibt zum Beispiel so eine Funktionalität wie, ich möchte meinen GPS-Standort teilen können oder über GPS auf irgendeine Funktion zugreifen. Dann beschreiben wir genau, was diese Funktion machen soll und können dann letztendlich das auch in Stunden dahinter schätzen. Also diese Anforderung braucht in der Umsetzung 16, 20 x Stunden. Und damit im Prinzip wie so ein Preistag mit versehen.
Und über diese ganzen Stunden letztendlich füllt sich dann die Anforderungsliste und dann hat man eine Gesamtstundenzahl. Und das ist letztendlich der Preis oder die Budget-Range, in der sich die App dann auch bewegt. Im Idealfall hat man immer eine Min-Max-Schätzung, also wirklich, wenn es super läuft, dann sind wir in dem Rahmen. Wenn es ein bisschen komplizierter wird, sind wir in dem Rahmen. Und darüber hat man dann diese Budgetspanne, in der sich die App-Entwicklung befinden wird. Das klingt für mich logisch, dass das alles vorab oder zumindest erstmal passieren muss. Klingt aber so ein bisschen, als würde man dann so einen Plan festschreiben. Ist das, weil man hört ja überall, ne, agile Projektführung, agiles Projektmanagement, Wie gestaltet sich das dann? Tatsächlich schon angesprochen. Das ist eigentlich meine Lieblingsformulierung, die ich am Anfang immer von einer Anfrage erhalte, Pflichtenlastenheft. Mhm. Der Gedanke ist einfach nicht nur ein bisschen mehr veraltet, weil man nicht nur betrachten sollte, das sind meine funktionalen Anforderungen, die ich mit drin habe. Also eine Applikation besteht nicht aus funktionalen Anforderungen oder die Sachen, die irgendwie im Hintergrund passieren. Das bedeutet, ein Konzept erfordert viel, viel mehr als das klassische Pflichten- und Lastenheft. Das kann man vielleicht in der Produktion machen, wo dann drinsteht, ich möchte genau 10 Teile vom Typ X haben und das war's, die festgeschrieben sind, wie, was das genau ist. Bei der Softwareentwicklung ist es tatsächlich so, dass man ein komplexeres Konstrukt hat aus, so sieht das Ganze aus, also meine Das bedeutet, Teil der Konzeption ist letztendlich auch, wie sieht meine App überhaupt aus und wie sehen die einzelnen Screens aus, wenn ich dann durchwische oder klicke, wo lande ich, wie ist der Userflow? Also alles, was im Frontend passiert, was der Nutzer letztendlich sieht, weil das ist auch immer der Punkt, wir machen eine Applikation für den Nutzer. Wir machen die Applikation für das Unternehmen. Das ist der Irrglaube. Also wer eine Applikation für sich selber macht, wird damit niemals Erfolg haben bei der Zielgruppe. Weil man sich immer überlegen muss, wofür nutzt die das Ganze. Also wenn ich jetzt eine Applikation mache, die einen Prozess unterstützen soll und ich denke mir einfach nur, im Idealfall funktioniert das so, aber das ist vollkommen an dem vorbei, wie meine Mitarbeiter überhaupt arbeiten. Dann werden die App genau ein oder zweimal nutzen und dann versuchen, irgendwelche Wege drumherum zu finden, um diese doofe App nicht nutzen zu müssen, die überhaupt nicht nutzt, sondern deren Alltag erschwert. Das heißt, man sollte immer versuchen, nutzerzentriert das Ganze aufzusetzen. Und deswegen ist auch unser Ansatz, dass wir zwar erstmal die Anforderungen sammeln und die in Form von sogenannten Epics runterschreiben, also wirklich grob Anforderungen, wo einfach beschrieben ist, das möchte ich damit erreichen. Und dann aber auch erstmal in diese Nutzerführung einsteigen. Also Wireframes, was so ganz, ganz einfache Click-Dummies sind, ohne Farbe, einfach nur, um zu zeigen, von da springe ich nach da in der App und so ist diese Nutzerführung durch die App hindurch. Um das dann letztendlich, ich nenne es immer hübsch machen, also mit drauf zu packen, wo dann auch das Branding mit reinkommt vom Unternehmen und das Ganze dann eben von der allgemeinen Visibility her deutlich schöner wird und der Nutzer dann eben eine sehr ansprechende, aber einfach zu bedienende App hat. Und aus diesen Nutzerflows da wiederum können wir dann die detaillierten Anforderungen ableiten, bei uns in Form von User Stories. Mhm. Und diese User Stories letztendlich in Bezug auf das finale Design bilden dann das Gerüst. Und jetzt ist es wieder so, dass das dann nicht Pflichten-Lastenheft und das ist alles, was wir machen. Das geht natürlich auch, wenn man das Ganze Richtung Festpreis umsetzen will. Wobei man dann bedenken muss, man ist eben limitiert auf das, was da drin steht. Das heißt, wenn man dann nach 2, 3, 4, 5 Wochen Entwicklung sieht, oh, das würde ich aber gerne ein bisschen tauschen, dann kommt man eben wieder in diesen Loop rein und das kostet sehr viel Zeit. Deswegen der Ansatz, was du gerade eben schon angesprochen hast, man hört es immer wieder, agile Entwicklung, bedeutet letztendlich, dass man dieses Konstrukt sammelt und das in Form von einem Backlog runterschreibt. Das heißt, all diese Anforderungen gehen letztendlich in so einer, ich nenne es einfach mal, Anforderungsliste. Und die dann gemeinsam priorisieren, wo man einfach mit dem Kunden, also mit dir in dem Fall, durchgeht. Schau mal, das sind all die Anforderungen, die wir jetzt runtergeschrieben haben, mit dem Design verlinkt. Also hier ist genau das, was wir dort beschreiben. Wie wichtig ist dir das denn? Und so bringt man das in eine logische Reihenfolge. Und dann fängt man ganz klassisch an, einfach in diesen iterativen Sprints, also in 2 Wochen oder 3 Wochen Zyklen, das Ganze umzusetzen. Immer nach der Priorität. Und damit ist sichergestellt, dass du immer das bekommst, was dir gerade am wichtigsten ist. Und damit jederzeit zu sagen, jetzt reicht's, das ist ein super erstes Release, das packen wir jetzt mal in die Stores und sammeln Feedback von den Nutzern ein, die damit ja letztendlich interagieren. Und damit kann man dann eben deutlich, deutlich näher an dem wirklichen Bedarf das Ganze entwickeln, anstatt alles runterzuschreiben. Am Ende hat man 100 Funktionen und 20 davon werden genutzt. Also vielleicht als einziges noch, was wir mit
mitgeben können, auch wenn sich jemand dafür interessiert. Also wir haben ja so eine kleine Checkliste, was wir im Prinzip auch am Anfang immer mit bei App-Projekten mit durchgehen, um eben diesen ganz initial angesprochenen Rahmen mal abzuklopfen. Mhm. Wo es dann eben auch um sowas geht wie Integration, also all die Sachen, die eine App-Entwicklung kompliziert oder aufwendiger machen können, worüber man dann relativ schnell, wenn man das für sich selber mal abarbeitet, einfach mit ausfüllt, deutlich besser Angebote und Schätzungen mit anfragen kann, weil man dann einfach den Überblick bekommt. Und ich glaube, das ist was, das können wir dann immer gerne mal mit bereitstellen, mhm, um das interessierten Kunden dann auch mal mit zur Verfügung zu stellen. Und solche Checklisten helfen halt dann einfach extrem weiter, um genau diesen Rahmen abzustecken, wo man hin möchte. Alles klar, also wir sehen mal wieder, Vorbereitung ist alles. Fragen einfach unter das Video packen, werden sehr gerne von Nico beantwortet. Okay, dann ich sage danke und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank. Ciao.